Aber ich starte mit dem ersten, und zwar mein Bro Nick Gehringer. Leute, Nick Gehringer selber, wir waren letzte Woche auf dem Geburtstag, da habe ich selber nochmal erkannt, eigentlich, wie froh ich bin, ihn als Freund zu bezeichnen, wo ich sagen kann, ja okay, ich kann mich auf ihn verlassen. Warum kann ich das sagen, dass er ein Typ ist, ein brutaler Macher ist? Wirklich ein brutaler Macher. Wann hat er ein Event vor drei Wochen, hat er ein Event geschmissen mit 90 Teilnehmern. Ich dachte mir, wie hat er das aufgebaut? Wir waren eineinhalb Monate vorher, ne? Im Café Barcelona, vielleicht kennt ihr das in Frankfurt, Café Barcelona, waren Leute und hat gesagt, ey, ich habe Lust auf ein Seminar, ich mache ein Seminar. Hat es einfach umgesetzt. Vor 3 Jahren haben wir uns kennengelernt und da hat er mich gebucht gehabt für ein Seminar von ihm. Und ich dachte, er wollte mich verarschen, weil zu dem Zeitpunkt war er 18. Schreibt mich an, schreibt mir, sagt, hey, ich mache ein Seminar, würde gerne, dass du vorbeikommst. 300 Mann sind dort. Ich denke, 300 Mann, du bist 18. Bist wirklich so, was willst du? Gucke ich auf seine Seite, habe festgestellt, eigentlich, das ist ja ein richtiger Macher anscheinend. Ne? Aber vielleicht kennt ihr so Fake-Entrepreneure auf Dings, auf Instagram kennt ihr solche Leute. Hey, du passt perfekt in mein Business, kennst du das? Deine andere wäre grundsätzlich aus. Das Interessante ist, Nick auf einmal, ich war dort bei der Veranstaltung, wisst ihr, wie viele Menschen dort waren? Also, ich wiederhole, wisst ihr, wie viele Menschen da waren? 300 Menschen waren dort und die Leute haben einen Ticketpreis von keine Ahnung wie viel gezahlt und es war ein wunderbares Hotel, ein Westin Grand Hotel in Frankfurt und hat die ganzen Menschen selber reingeholt und hat sich ein erfolgreiches Team aufgebaut im Network Marketing damals im Vertrieb. War einer der Top-Leader in Europa und gleichzeitig, jetzt ist er nicht mehr im Vertrieb, aber jetzt kümmert er sich mit seiner Online-Marketing-Agentur, mit seiner Social-Media-Agentur, kümmert er sich um bekannte Persönlichkeiten, macht das Social-Media-Marketing, das Online-Marketing und ich bin mega froh, unabhängig von seinen ganzen finanziellen und beruflichen Erfolgen, dass ich ihn als meinen Freund sehen kann. Deswegen ein Riesenapplaus für Nick. Danke. Danke, Bro. Also das Thema ist ja, wie überzeugst du andere Menschen von dir, von deiner Persönlichkeit? Und einige von euch sind im Network-Marketing tätig. Wie viele von euch sind im Network-Marketing tätig? Wie viele im Online-Marketing? Wie viele von euch wollen Trainer, Speaker oder Coach werden? Okay, super. Wie viele von euch sind im Angestellten-Fitness eigentlich? Soll ich wissen? Wie viele wollen raus? Okay, super. Ihr seid auch herzlich aufgenommen worden. Super. Also Alex, gib mir mal ganz kurz ein Update. Ihr müsst wissen, dass Alex kennt jemand, das... Also, ganz wichtig, ich glaube, die meisten von euch kennen das. Kennt ihr das 7-Eleven? Wie viele von euch kennen das 7-Eleven? Bitte per Handzeichen. Leute, 7-Eleven ist die erfolgreichste Fitnesskette in ganz Hessen. Alex ist einer der Menschen, der das aufgezogen hat, damit du Bescheid bist. Also, wenn ihr wirklich, wirklich von einem Geschäftsmann lernen wollt, dann kann ich euch sagen, Alex ist der richtige Ansprechpartner. Und zugleich ist er, aber er ist jetzt nicht mehr da tätig, sondern ist Geschäftsführer von Johnny M. Kannst du mir sagen, Alex, wie war das am Anfang für dich, wo du, mal angenommen, du musst von Null starten, du hast natürlich deine Herausforderungen, du musst dir vorstellen, die manche sind hier am Anfang, manche denken sich, hey, wie schaffe ich es, meine ersten Kunden zu gewinnen. Wie schafft man es, wie hast du es gemacht, bei dir am Anfang den ersten Kunden gewonnen und wie würdest du jetzt jemandem empfehlen, dass er seinen ersten Kunden gewinnt, wenn er ein Produkt hat oder was er vermarkten möchte? Die meisten investieren zu viel Zeit in die falschen Dinge. Mhm. Das hatte ich Gott sei Dank von Anfang an nicht gemacht, weil es ist ja so, dass Verkauf grundsätzlich sehr negativ in den Mindsets der meisten Leute behaftet ist. Ja, egal ob du Networker bist oder sonst irgendetwas, man kennt diese Leier, ja, Verkaufen ist was Böses oder sonst irgendetwas. Egal warum du diesen Glaubensgrundsatz hast, spielt gar keine Rolle, aber er ist vorhanden. Und die meisten haben einfach ein Problem damit und setzen sich erstmal hin und machen 10.000 Konzepte. Ja, ich brauche dafür ein Skript, dann brauche ich das hier, dann muss das Produkt richtig stimmen und sonst irgendetwas. Halt dein Schnauz, geh raus und verkauf. Ja, und das ist das, was die meisten halt nicht machen. Sie konzentrieren sich einfach auf die falschen Dinge. Und auch ich hatte tatsächlich, als ich damals meine Selbstständigkeit angefangen hatte, ich hatte kein Produkt. Also ich wusste, ich will Verkaufstrainer werden, aber das hatte ich, da haben wir mal darüber gesprochen, ja. Ich habe kein Produkt, ich habe kein System. Ich habe nicht so, okay, ich mache erst das, dann mache ich das, dann mache ich das. Ich habe das Telefon in die Hand genommen und habe gesagt, ey, brauchst du Verkaufstrainer? Ja? Und wenn die gesagt haben, ja, und mich jemand gebucht hat, dann so zwei, drei Tage vorher so, okay, scheiße, was mache ich da jetzt? Ja? Aber egal, das war verkauft, ist ja scheißegal. Ja? Wichtig ist natürlich, dass du am Ende des Tages, wenn dir jemand das Geld gibt, auch performst. Und konzentriert euch nicht auf die banalen Dinge wie Konzeption und sonst irgendetwas. Verkaufen und dann konzentrieren. Okay, ja, das heißt aber, jetzt guck mal, jetzt hat jemand vielleicht das Selbstvertrauen und sagt ja, hey, ich möchte über Online-Marketing oder Social-Media-Marketing
nur Menschen generieren. Sag mal, warum ist so wichtig, auch besonders, du bist ja auch sehr stark im B2B-Business vertreten, wo ich kenne deine Zahlen, was du am Tag verlangst, danke, dass du hier bist, aber kannst du mir sagen, wie kann es jemand, der jetzt wirklich Angst hat und sagt, ich möchte nur Online-Leute generieren, warum ist es so wichtig, dass man dennoch offline etwas macht? Weil viele sagen ja, okay, ich schalte eine Facebook-Ad und warte. Und wie viele Erfolge haben die meisten damit? Mal ehrlich? Keiner. Wenige. Ganz, ganz wenige. Und genau das ist das Problem. Du glaubst, du gibst jetzt 300 Euro aus und die Leads fallen dir vom Himmel runter. Ein Scheiß fällt vom Himmel runter. Am Ende des Tages musst du trotzdem das Telefon in die Hand nehmen und in der Lage sein, diesen Menschen anzurufen. Im Endeffekt ist es so, dass du musst als Unternehmer oder als Selbstständiger immer das tun, was andere nicht tun. Genau das ist es nämlich. Ja? Das war auch das, wo ich nie Angst hatte. Ich habe immer das gemacht, was andere keinen Bock haben. Ich habe immer die schwersten Kunden genommen und ich habe immer die kompliziertesten Sachen gemacht. Ja? Und jeder investiert jetzt Geld für Ads und glaubt, dann kommt jemand. Nein, tut es nicht. Mach das, was andere nicht machen. Denn die wenigsten trauen sich, das Telefon in die Hand zu nehmen, wildfremde Menschen anzurufen und sagen, hey, ich habe ein geiles Produkt, lass uns mal zusammensetzen. Und es liegt einfach daran, dass die meisten hier drinnen im Kopf eingeschränkt sind. Oh, ich kann doch nicht einfach wildfremde Menschen anrufen. Weißt du warum? Weil du nicht an das glaubst, was du machst. Mhm. Weil du nicht an dein Produkt glaubst. Ich nehme immer folgende Metapher. Wenn ich jemanden habe und sage, okay, ruf jetzt jemanden an. Oh, nein, das kann ich nicht. Ruf an. Nein, das kann ich nicht. Warum nicht? Ach ja, das und das. Und dann erzählen die mir eine halbe Stunde irgendeinen Text, also aus welchem Grund die nicht jemanden anrufen können. Ja? Und dann stelle ich immer folgende Metapher und folgende Frage. Ich so, okay, stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, du würdest bei der Lotterie arbeiten. Dein einziger Scheißjob ist es, den Gewinner anzurufen und zu sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, hol mal deine Kohle ab. Wann kannst du kommen? Vormittags, nachmittags, nächste Woche, diese Woche, wann kommst du kommen? Wer hätte ein Problem damit? Keiner. Keiner hätte ein Problem damit, jemanden anzurufen und zu sagen, ey, pass auf, hol mal deine Millionen ab. Und genau dieses Mindset benötigst du zu deinem Produkt und zu deiner Dienstleistung. Verkauf dir den Scheiß erstmal selbst, sei selbst davon überzeugt, sei selbst in deinen Skills überzeugt und hab das im Kopf, dass du den Menschen Millionen damit schenkst, sogar vielleicht viel wichtigere Sachen als Geld und dann hast du kein Problem damit. Und das ist das, was die Leute einfach im Kopf nicht haben und stattdessen sagen sie, naja, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Hey, bist du eine Million wert? Bist du noch mehr wert? Wenn ja, mit dem Telefon in die Hand, ruf den an. Geil. Eine Diskussion sein, es kann sein, dass der eine oder andere sich jetzt widersprechen sollte. Nick, du bist doch jemand, der Social Media Marketing sehr stark Social Media Marketing ist. Also, ihr müsst euch vorstellen, Nick hat selber, ich glaube, 70.000 Follower auf Instagram und über Facebook und sonst was, auch diese Reichweiten. Sag mir mal, Nick, du bist auch ein Mensch, der verkauft so stark ist. Sag mir mal zugleich, was sollten da Menschen machen, die jetzt sagen, ja, okay, ich bin vielleicht nicht der offensive Typ und sagen, ja, ich möchte nur online was machen, okay? Wichtig ist, ihr habt alles gehört, ihr müsst offline was machen. Aber Nick, was kann man zusätzlich machen? Was wäre, wenn du 0 von 0 starten würdest, würdest du sogar empfehlen, nur Social Media Marketing zu betreiben oder nur Online Marketing zu betreiben? Wenn du jetzt von 0 starten würdest, du jetzt keine Kunden. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken schon über eine generelle Antwort, weil es gibt immer zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das, was ich euch sagen kann, was ihr hören wollt und einmal das, was ihr hören müsst eigentlich. Und darüber führe ich immer ganz interessante Diskussionen mit Kollegen von mir unter anderem, die auch diverse Angebote und Produkte haben, wo ich zu manchen hingehe und sage, ey Jungs, passt mal auf, also wir sind uns doch einig, dass das, was ihr da anbietet oder was ihr erzählt, eigentlich gar nicht hilfreich ist oder nicht ausreicht für ein gewisses Ergebnis. Und die sagen, ja Nick, pass auf, wir geben den Kunden aber das, was die wollen, nicht das, was sie brauchen. Und da muss man immer deshalb ein bisschen differenzieren. Weder nur Verkauf, nur noch Lead-Generierung ist irgendwie der Schlüssel für irgendetwas. Das sind alles diverse Komponenten, die miteinander übereinstimmen müssen. Es geht darum, man muss tatsächlich, wir hatten immer diesen Joke, du musst Fuchs sein, ja? Du musst Fuchs sein, um, ich sag mal, einen gewissen Standard und Erfolg einfach im Business oder generell im Leben aufbauen zu können, ja? Und da gehört es einfach erstmal darum, und ich möchte viel eher auf das Thema eingehen, Menschen zu überzeugen, erstmal gewisse Psychologie, also erstmal die Psychologie hinter vielen Dingen und auch die Verhaltensmuster und Strukturen zu verstehen hinter diversen Sachen.
Wir haben nämlich eben, ich habe mit 16 angefangen, damals im Network Marketing. Und da musst du natürlich auch irgendwie Menschen von dir überzeugen. Ja? Bis 16, du hast noch nie irgendetwas gemacht. Ich bin auch zweimal sitzen geblieben, habe die Schule vorzeitig beendet. Das sind natürlich auch nicht, zumindest offensichtlich, die besten Voraussetzungen dafür, andere Menschen von sich zu überzeugen oder die dazu zu bringen, zu sagen, pass auf, investiere ein paar hundert bis tausend Euro, um mit mir ein Business zu machen. Deshalb haben wir immer Menschen in drei Kategorien eingeordnet. Wir hatten A, B und C. C sind die Alphas, das sind halt die Leute, im Prinzip sind die Leute, die schon auf einem gewissen Level sind, die haben schon etwas geschafft, die haben sich etwas aufgebaut. Und oftmals ist das einfach so, dass die, wenn du jetzt, kommen wir, ich erkläre es mal, B-Kategorie, ja, die B-Kategorie ist so im Prinzip so im Mittelmaß, hat schon ein bisschen was gemacht, hat ein bisschen Ahnung, noch nicht den großen Durchbruch, noch nicht viel Erfolg, aber geht seinen Weg. Und C ist halt die Person, da läuft halt gar nichts. Und die meisten Leute, wenn sie anfangen, und da habe ich auch dazu gehört, war erstmal bei C drin. Ja? Das heißt, wenn ich ein C-Typ bin und ich fange gerade erst an, ich habe keinen Plan von irgendwas, ich bin noch nicht so weit, dann wird es schwierig für mich, die B- und A-Typen zu überzeugen beziehungsweise auf die zuzugehen, was ja viele versuchen, weil viele ja glauben beispielsweise, hey, pass auf, ich brauche nur diesen A-Typen hier, den A-Typen da und danach läuft bei mir mein Geschäft. Ja? Ich brauche nur diesen einen A-Kunden, der mir 100.000 Euro zahlt, dann brauche ich nicht noch mehr Kunden zu gewinnen. Die haben aber keinen Bock, euch zuzuhören. Ja? Die hatten auch keinen Bock, mir damals zuzuhören. Die haben keinen Bock, irgendjemandem zuzuhören, außer anderen Leuten auf Augenhöhe. Und da gehört es dazu, genug, also erstmal selbstreflektiert genug zu sein, um das für sich selber zu sehen, zu verstehen, stehen, zu akzeptieren und zu sagen, okay, alles klar, dementsprechend agiere ich dann und bin so ehrlich und beobachte Menschen mal oberflächlich und packe auch mal Menschen in Schubladen, weil wir sind Schubladendenker alle zusammen, egal ob wir zustimmen oder nicht zustimmen. Und du kannst relativ schnell und einfach nach ein paar Sätzen, die du mit jemandem sprichst, herausfinden, ist jemand A, B oder C-Typ. Und basierend darauf arbeitest du dich hoch. Das heißt, du fängst erstmal mit den kleinen Brötchen an. Ja? Also beispielsweise gerade, wir haben über 120 Leute in unserem Coaching drin, denen wir zeigen, wie sie ihre eigene Social-Media-Agentur aufbauen, darunter diverse Erfolge. Und da muss man teilweise auch ehrlich sein zu manchen Leuten und sagen, pass mal auf, ist gar nicht böse gemeint, du fängst gerade erst an, aber es ist schwierig für dich, jetzt einen großen Konzern zu überzeugen davon, dir 100.000 Euro zu geben dafür, dass du für den das Social-Media-Marketing übernimmst. Geh doch erstmal zum Bäcker, geh doch erstmal zur Shisha-Bar, geh doch erstmal zur Tankstelle oder sonst was, wo du einfach mal sagst, pass mal auf, wie sieht's aus, können wir da was für dich machen? Ja, ich würde es auch für ein paar hundert Euro erstmal machen. Und sich dann hochzuarbeiten mit erstens dem Selbstbewusstsein, das man aus den Erfolgen gezogen hat, dem Know-how, was man nachher sich aufgebaut hat natürlich und den Referenzen, die man mitgenommen hat, ja, und dem bisschen Blut, was man dann auch leckt, um dann sich hochzuarbeiten, dann zu sagen, okay, ich gehe in die B-Kategorie hoch, ich gehe in die A-Kategorie hoch zu den Leuten und weiß dann, wie ich mit denen spreche. Es gibt einen coolen Spruch von Tobi hat das gesagt, ich weiß nicht, wer das sonst noch gesagt hat, bei ihm habe ich zum ersten Mal gehört, der Mensch mit der meisten Energie gewinnt. Ich war 7 Jahre lang im Ring, ja, also so das, was halt der Habib gemacht hat gegen den Conor McGregor, ja, falls der ein oder andere den Kampf gesehen hat, von 7 bis 14. Und das war immer so super interessant, weil im Ring, da sprichst du nicht miteinander, du kämpfst halt einfach gegeneinander, ja, logischerweise. Und das Ding war, dass du hast es gespürt direkt, wenn dein Gegner Angst vor dir hat oder wenn er schwach ist. Du hast es einfach gespürt. Du hast es im Gefühl gehabt, wenn da irgendwo eine Schwäche ist. Und ab dem Zeitpunkt, und da hat sich der Kampf entschieden. Es ging nicht darum, wer ist der Stärkere. Es ging nicht darum, wer hat die bessere Technik, wer hat mehr Gewicht, wer hat weniger Gewicht oder sonst was. Es ging um die mentale Sache, wo der eine, der stärker ist, spürt, warte, pass auf, da vorne habe ich einen sitzen. Da ist eine Schwäche und die eiskalt ausnutzt. Und das Gleiche ist auch bei uns Menschen so, dass du irgendwann mal ein gewisses Gefühl dafür entwickelst und merkst, egal ob es die A-Typen sind oder sonst wer, die alle haben gewisse Ängste, die alle haben gewisse Schwächen, die alle sagen gewisse Dinge, verbal und nonverbal. Ich weiß nicht, ob der Benedikt nachher spricht, aber vielleicht kann er ein bisschen was zur nonverbalen Kommunikation erzählen. Da geht's dann, da merkst du, okay, pass auf, da habe ich eine Schwäche und da musst du dann eigentlich den Mut und die Kraft zusammenzunehmen, zu sagen, pass auf, da gehe ich jetzt rein in diese Wunde und da steche ich richtig rein. Und weil ab dem Zeitpunkt schaffst du es, die Person abzuholen,
Ja, also abzuholen, weil sie merkt, ihr sprecht eine Sprache und sie merkt, du verstehst sie. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Verständnis zu zeigen und auch zu wissen, wo musst du reingehen und dafür so ein gewisses Gefühl zu entwickeln. Ich habe gestern beispielsweise mit dem Nummer 1 Vertriebler und dem zweitgrößten Shareholder des erfolgreichsten Network-Marketing-Unternehmens Deutschlands gesprochen. Und da ging es ebenfalls um Lead-Generierung. Da ging es um einen 6- bis 7-stelligen Betrag als Honorar für mich und meinen Partner. Und der Typ ist schon ein bisschen länger im Business. Der Typ macht schon ein bisschen mehr Business auch, ja, als viele andere Leute. Und ich habe ihm erst mal 10 Minuten lang zugehört. Und ich weiß nicht, ich habe es eigentlich an seinen Augen gesehen. Der denkt, ich wäre einfach irgendein kleines, dummes Kind. Und er denkt sich, warum verschwendet er seine Zeit hier mit mir? Wie kommt er überhaupt mit mir in den Call rein? Aber danach habe ich ihn die nächsten 30 Minuten total auseinandergenommen, weil ich einfach gemerkt habe, weil er sich die ganze Zeit selber offenbart hat und weil die Menschen sprechen zu dir und die sagen dir die ganze Zeit, was sie wollen. Die Menschen sagen dir die ganze Zeit, was sie brauchen. Die Menschen offenbaren dir offensichtlich oftmals, wo du angreifen kannst. Und wenn du es schaffst, wenn du selbst überzeugt bist, ja, also selbst überzeugt und glaubst an das, was du machst, wenn du es schaffst, dann eben, ich sag mal, forsch genug, aber auch selbstbewusst genug, in diese Wunde reinzugehen und diesen Punkt anzugreifen, ohne respektlos zu werden oder sonst was und den dann auszuhebeln einmal. Dann änderst du die Position total von er steht über mir, ich unter ihm zu ich stehe über ihm und er unter mir zumindest in dem Kontext über das, worüber wir gerade sprechen. Das waren jetzt nicht so, du musst das machen, dann das, dann das. Das ist eher so eine Gefühlssache einfach, ja. Du musst so ein Gefühl dafür entwickeln. Das habe ich eigentlich letztes Jahr auch schon bei Michael auf seinem Event gesagt, dass ich glaube, es gibt einfach die Killer, ja, und die Killer haben es einfach im Gefühl. Ich glaube auch, du kannst dieses Gefühl gewissermaßen entwickeln. Und das ist einfach wichtig, das zu haben und dieses auszubauen und sich da auf seinen Bauch zu verlassen und dann auf deine ursprüngliche Sache zu kommen. Egal, ob du Ads schaltest oder ob du am Telefon irgendwelche Leute aus den gelben Seiten anrufst. Du brauchst dieses Gefühl, um zu wissen, was musst du schreiben, was musst du sagen, wann musst du es sagen, wie musst du das Ganze sagen und wie musst du handeln. Und wenn das nicht vorhanden ist, wenn das nicht da ist, dann hast du verloren. So, und wenn du die ganze Zeit am Verlieren bist, ist es nicht schlimm, dann musst du es schaffen, daraus zu lernen und zu üben, indem du einfach mal die Dinge ausprobierst und machst. Uwe, jetzt haben Nick und Alex was gesagt. Jetzt interessiert es mich bei dir, du hast dich auch selbstständig gemacht mit 16. Du hast eine interessante Story erzählt, wie das Ganze bei dir, wie du angefangen hast, okay? Das mit dem Trend, du weißt ja, was ich meine. Okay. Jetzt meine Frage, Uwe wird jetzt seine Story erzählen. Und einige von euch werden sich denken, geil, werde ich auch machen. Jetzt meine Frage an dich auch gleichzeitig, du hast es damals gemacht, würdest du es jemand anderem weiterempfehlen, sich so nach einem Trend zu orientieren? Oder wie würdest du das machen? Also sag mal kurz die Story und sag mal, ob die sich auch daran orientieren sollen. Sollten die jetzt im Network Marketing nur nach dem Trend gehen und sagen, ja okay, gerade im Trend ist das, deswegen sollte man das machen? Oder sollten Leute, die im Online Marketing oder die gerade was sich aufbauen wollen, soll ich dem Trend orientieren? Oder wie würdest du das handhaben? Wie würdest du das denn empfehlen? Also erstmal danke für die Einladung. Vielen Dank, dass du da bist, mein Bester. Also jetzt gebe ich meinen Pitch, meinen Elevator-Pitch, den Satz, den ich ungefähr im Jahr am häufigsten sage. Ich habe mich mit 16 das erste Mal selbstständig gemacht. Mit 21 habe ich meine erste Firma in Köln gegründet. Die war sofort Marktführer innerhalb weniger Wochen. Dann habe ich mit 26 meine zweite Firma gegründet. Die war nach 10 Jahren unter den Top 15 in Deutschland, Österreich, Schweiz. Die habe ich verkauft im November. Dann habe ich tatsächlich jetzt 3 Monate mit meiner Familie in Los Angeles. Und jetzt bin ich als Mentor und Investor da und schaue, dass ich entweder Firmen oder Unternehmer erfolgreicher mache als vorher. So, das ist mein Pitch. Die Story, das ist auch die Story. Mit 16 habe ich mich erstmal selbstständig gemacht als Zauberkünstler. Das ist nämlich das, wo ich herkomme. Ich habe mit 8 Jahren angefangen zu zaubern. War so Scheidungskind, Sozialhilfe, so der ganze Bullshit, Papa abgehauen. Dann habe ich immer die Zauberei gefunden. Und das war tatsächlich so der Game Changer in meinem Leben. Das war so, wo die Magie losging. Das habe ich dann so 8 Jahre lang gemacht. Genau. Das wäre von euch kommen. Genau. Ich bin nicht auf billige Effekttascherei. nein, Quatsch. Doch, ich bin Zauberer. Ich bin Zauberer. Ich bin auf billige Effekttascherei aus. Absolut. Doch, das ist mein Style. Ich habe mit 16 gemerkt, dass mir Leute Geld fürs Zaubern bezahlen. Das war natürlich für mich nochmal zauberhafter, weil ich dann dadurch dann so, ich habe also Schule, Abi, ich habe alles finanzieren können. Und ich hatte Bock drauf, das zu machen. Ich durfte Leute verzaubern. Ich durfte denen so ein Lächeln ins Gesicht zaubern und das machen, worauf ich am meisten Bock hatte und habe Geld dafür bekommen.
Mit 21 habe ich logischerweise in Köln eine Schule für Zauberei gegründet. Das war Harakiri. Und das war, ich hatte kein Gründungskapital, ich hatte keinen Hintergrund, ich hatte keine Connections, ich hatte keinen Papa, der mich irgendwie verbunden hat mit Leuten. Ich hatte gar nichts. Ich hatte nicht mal die Kohle, um die Kaution für diese Zauberschule zu bezahlen. Aber ich wusste, ich habe diesen Mietvertrag unterschrieben mit 21, total dumm. Aber ich wusste, es muss jetzt halt klappen. Also mein Erfolgsgeheimnis, so in Anführungsstrichen, ist, ich hatte nie eine Option zu scheitern, weil ich nicht weich gefallen wäre. Ne? Also bei mir gab es gar nicht die Option. So, und das, was du gesagt hast, der Trend war, ich habe überlegt, ich habe jetzt eine Zauberschule, ich muss jetzt nächsten Monat irgendwie diese Kaution und die erste Miete zahlen und ich habe keine Kunden. In dem Moment habe ich aber gecheckt, irgendwie Harry Potter kommt raus. Das war 2011, genau. Ist Harry Potter rausgekommen und zwar damals der erste Film. Ich hatte nicht mal die Bücher gelesen als Zauberer, ich kannte gar nichts, ich wusste nur, ich muss dahin und muss vor diesen Shows, also vor diesen Kinovorführungen morgens, Flyer verteilen. Also habe ich alle Freunde genommen, wir haben uns Zauberschul-T-Shirts angezogen, haben uns Pappzylinderhüte aufgezogen und haben geflyert vor diesen Dingen, weil morgens um 6 Uhr gab es die erste Vorführung, damit die Grundschulkinder das sehen können, die Premiere, und danach in die Schule gehen können. So, die Mamas und Papas waren alle dabei. Wir haben geflyert, die Leute haben das Ding gefeiert, so, das Ding war komplett für den ersten Monat ausgebucht. Dann plötzlich kamen die Eltern und dachten, wenn die Kinder jetzt zaubern lernen wollen, dann wollen wir es auch. Also haben wir Zauberkurse und Kartentrickskurse für Papas angeboten. Dann kamen die Mamas und haben gesagt, machst du auch dieses Ballonmodellieren? Dann habe ich gesagt, ja, mache ich auch. Machst du auch Ballonmodellierkurse? Okay, haben wir auch gemacht. Das Ding war voll ausgefüllt. Ein halbes Jahr später kam das neue Buch von Harry Potter. Ein halbes Jahr später der neue Film von Harry Potter. Das nächste halbe Jahr das neue Buch von Harry Potter. Das Ding war 5 Jahre lang ausgebucht und ich musste alle meine Freunde anlernen, Zauberlehrer zu werden. So, danke. Das war... Strategie. Genau, was ich damit sagen will, ist, du musst ein Fuchs sein. Also ich bin da voll bei Nick. Du musst einfach überlegen, du musst so ein bisschen, ich glaube, Unternehmer oder erfolgreiche Unternehmer sind die, die halt eine Spur finden und dann aber auch nachlaufen. Also die finden was, am Ende verkaufen sie es als Strategie und sagen, da habe ich lange dran gearbeitet. In Wirklichkeit waren die einfach in der Sekunde waren ein Fuchs und haben es halt gemacht. Und von daher würde ich sagen, ob ich es jemandem empfehlen würde, das ist so individuell. So, ich glaube, du musst als Unternehmer, und dann bin ich voll wieder bei dir, du musst es einfach machen. Also ich glaube, es gibt nur zwei, ich kenne zwei Grundsätze im Unternehmertum. Das eine ist, dienen kommt vor verdienen. Du musst halt irgendwie wirklich was Geiles haben. Dein Produkt muss gut sein. Wenn du einen Zauberkurs verkaufst, musst du auch zaubern können. Aber wie du es dann an den Mann bringst, musst du gucken, wie sind gerade so die Zeichen der Zeit und wie kannst du die nutzen.